Dort. Dort, geht's dir gut? Natürlich geht es ihm gut. Er hat gerade den Traum Wirklichkeit werden lassen. Er hat jemanden getötet, den er nicht kannte und der versucht hatte, ihn zu töten. Und er hat Angst und weiß nicht, was zum Teufel vor sich geht. Aber sie haben ja sich. Diplomaten im Dauerstress. Genfer Sondersitzung soll die Lösung der Irak-Krise bringen. Und goldene Hochzeit an der Themse. Königin Elisabeth und Prinzgemahl Philipp feiern ihren 50. Hochzeitstag. Mehr zu diesen und den übrigen Themen des Tages gleich in den Spätnachrichten bei Vox. Bis dahin. Aber unsere Reisegesellschaft sagte, wir müssen. So we have to go. It's such a wonderful auch country. Dieser Engländer würde lieber hier bleiben, aber ihm sei keine Wahl gelassen worden. And, we have no choice. Einige Airlines schicken Sondermaschinen nach Luxor, um Touristen auszufliegen. Nach Einschätzung von deutschen Reiseveranstaltern sind die Folgen des Terroranschlags bislang kaum abzusehen. Vor allem bei künftigen Buchungen rechnet die Branche mit drastischen Stornierungen und Einbrüchen. Daran dürfte bis auf Weiteres auch der neue Sicherheitsplan nicht viel ändern. Der russische Präsident Jelzin will den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Reformer Anatoli Tschubais nun offenbar doch von seinem zweiten Amt als Finanzminister entbinden. Tschubais ist in eine Honoraraffäre verwickelt, die zum Konflikt zwischen Regierung und kommunistischer Opposition im Parlament geführt hatte. Mit der Amtsenthebung Tschubais hofft Jelzin, eine drohende Regierungskrise abzuwenden. Die Abgeordneten der Duma sprachen sich heute mit großer Mehrheit für die Entlassung Tschubais aus. Nach ihrem Willen soll der Reformer auch seinen Posten als Vizeregierungschef verlieren. Die Entscheidung des Parlaments ist zwar nicht bindend, doch die Kommunisten haben damit gedroht, den Etat 98 zu blockieren, falls Tschubais nicht entlassen wird. Aus diesem Grunde ist Jelzin offenbar zum Einlenken bereit. Er will morgen endgültig über die Zukunft des stellvertretenden Ministerpräsidenten entscheiden. Der Reformer war in die Kritik geraten, nachdem er für einen Buchbeitrag 90.000 Dollar Honorar kassiert hatte. Ein ehemaliger DDR-Grenzsoldat ist vom Berliner Landgericht wegen Totschlags an zwei Kindern zu 20 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der heute 57 Jahre alte Lehrer hatte 1966 mit einem Kollegen auf zwei Jungen im Alter von 10 und 13 Jahren geschossen. Die beiden Kinder wollten nach West-Berlin fliehen. Der Vorfall wurde nach Berichten von Zeitzeugen von der DDR verschleiert. Dann wurde mir auch gesagt, was ich den Eltern sagen soll. Nämlich, er wäre ertrunken im See und man weiß nichts. Vor Gericht beteuerte der Angeklagte, absichtlich daneben geschossen zu haben. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er allerdings 40 Schuss abgegeben. Ein tödlicher Treffer sei daher nicht auszuschließen, so die Richter. Tausende Studenten haben in Hessen ihre Proteste gegen die Bildungspolitik von Bund und Ländern ausgeweitet. An allen Universitäten des Landes wird seit heute gestreikt. Bei einer zentralen Kundgebung in Marburg prangerten die Demonstranten die katastrophalen Studienbedingungen an. Die Kritik richtet sich vor allem gegen massive Finanzkürzungen im Universitätsbereich. Wir begehren auf gegen den fleischgewordenen Sozialabbau der Regierung Helmut Kohls. Und wir begehren auf gegen eine Bildungspolitik, die diesen Namen im Land der Dichter und Denker schon längst nicht mehr verdient hat. Seit Wochen wehren sich die Studenten gegen die Sparpolitik. Sie verhindere ein effektives Studium. Der Standort Deutschland, so bemängeln sie, gerate ins Wanken, wenn die Qualität der Hochschulbildung weiter sinke. Die FDP hat im vergangenen Jahr rund 12,4 Millionen Mark zu Unrecht aus der staatlichen Parteienfinanzierung bezogen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Hintergrund ist ein Versäumnis von FDP-Schatzmeister Hermann Otto Solms. Der Fraktionsvorsitzende hatte die Staatsgelder nicht frist- und formgerecht beantragt. Dennoch bekam die FDP die Millionen auf Anordnung von Bundestagspräsidentin Süssmuth. Dagegen waren Republikaner, Graue Panther und der Südschleswigsche Wählerverband vor Gericht gezogen. Die Liberalen können gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Falls die FDP die Gelder zurückzahlen muss, droht ihr nach Ansicht der Grünen der Konkurs.
Die Zahlungsmoral der Deutschen lässt nach und immer mehr Privathaushalte verschulden sich. Zu diesem Ergebnis kommt die Herbstumfrage deutscher Inkassounternehmen, die der Bundesverband heute in Berlin veröffentlichte. Vor allem im Bereich Autokauf und Wohnungseinrichtungen überschätzen sich die Deutschen. Die sogenannten Konsumentenkredite belaufen sich derzeit auf mehr als 440 Milliarden Mark. Die mangelnde Zahlungsmoral zieht immer mehr Firmenpleiten nach sich. Nordrhein-Westfalens Innenminister Kniola hat Versäumnisse bei der Geiselnahme von Bocholt eingeräumt. Es sei ein Fehler der Polizisten gewesen, so Kniola, dass sie nach den tödlichen Schüssen auf den 34-jährigen Familienvater nicht auf das Ausbleiben des Notarztes reagiert hätten. Der noch immer flüchtige Täter hatte am vergangenen Freitag eine Bank überfallen und bei seiner Flucht den 34-jährigen erschossen. Der Notarzt war erst 2,5 Stunden später gekommen. Die amerikanische Raumfähre Columbia ist am Abend zu einem 16-tägigen Aufenthalt ins All gestartet. Unter der 6-köpfigen Besatzung befinden sich erstmals auch Teilnehmer aus der Ukraine und Japan. Es ist der 8. und letzte Start der Columbia in diesem Jahr. 3, 2, 1 and liftoff of Space Shuttle Columbia. Pünktlich um 20:46 Uhr mitteleuropäischer Zeit hob die Columbia vom Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. Auf ihrer Mission soll die Besatzung eine Vielzahl wissenschaftlicher Experimente durchführen. Der Japaner Dakai Doi und der Amerikaner Winston Scott haben einen 6-stündigen Weltraumausstieg geplant, bei dem sie Werkzeug sowie einen Kran für den Aufbau der internationalen Weltraumstation Alpha testen wollen. Außerdem setzt die Besatzung den kleinen Satelliten Spartan aus, der nach einem 2-tägigen Flug Informationen über die äußere Schicht der Sonnenatmosphäre liefern soll. Vom nächsten Jahr an treten die Wissenschaftsflüge bei der NASA in den Hintergrund. Dann soll mit dem Aufbau der internationalen Raumstation Alpha begonnen werden. Zum Sport zuerst Fußball. Die heutigen Begegnungen vom 15. Spieltag der Bundesliga brachten folgende Ergebnisse. Arminia Bielefeld, Hertha BSC trennten sich 1:3, VfB Stuttgart gegen Hansa Rostock 2:1, 1860 München gegen den 1. FC Köln 1:0 und Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Kaiserslautern 1:3. Das Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München findet am 30. November statt. Bereits in der ersten Runde hat sich auch in diesem Jahr Anke Huber aus dem Tennis Masters in New York verabschiedet. Sie verlor gegen die Kroatin Iva Majoli mit 6:7 und 6:7. Die britische Königin Elisabeth II. Und ihr Prinzgemahl Philipp feiern heute ihren 50. Hochzeitstag.